Energie geortet. Ich habe eine Frage. Bist du Jan? Ja, Ulukai. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke. Dein Vater sagte, du könntest mir helfen, wieder in die Gänge zu kommen. In die was? Vergiss es. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Das kann ich, Ulukai. Wir führen hier 4 Prüfungen durch, um die anderen Wächter zu trainieren. Wenn du willst, kann ich sie mit dir machen. Gern. Dann hast du die Wahl zwischen unseren Prüfungen des Springens, Schwimmens, Zielens oder Heranschleichens. Zugriff auf Notepad erfolgt. Wie funktioniert diese Prüfung des Zielens? Wir haben einige Gefäße aufgestellt, um die Schießkünste der neuen Wächter zu prüfen. Auch wenn mein Vater unklugerweise Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgt, müssen wir dennoch lernen, mit unseren Verteidigungswaffen umgehen zu können. Ich werde es dir zeigen. Worum geht es dabei? Hierbei musst du diese Gefäße zerbrechen. Sie könnten einige Gegen... Zugriff auf Notepad erfolgt. Sag, kannst du mir etwas mehr über deinen Vater erzählen? Du zielst gut. Du zielst gut. Was ist die Prüfung des Heranschleichens? Oh, das ist unsere schwierigste Prüfung. Es geht doch nichts über einen kleinen... Wenn du meinst, Ulukai...
Verzeihung, Kumpel. Wie funktioniert das? Ulukai, du hast nun eine unserer schwierigsten Prüfungen vor dir. Stell dich in den quadratischen... Hört sich einfach an. Ist es aber nicht, Ulukai. Wenn du... Na dann mal los. Geh in den quadratischen Bereich und wir werden beginnen. Zugriff auf Notepad erfolgt. Eins, zwei, drei. Du hast es geschafft. Ich konnte dich nicht sehen. Erzähl mir von der Prüfung der... Wir prüfen die Fähigkeit aller Wächter in den Gewässern von Adelpha zu... Du willst, dass ich da drin schwimme? Da friere ich mehr... Dieses Gewässer ist sehr kalt, aber es sind darin Gegenstände verborgen, die dir nützlich sein können. Zugriff auf Notepad erfolgt. Metall geordnet. Es ist kalt, oder? Das war kein
Was ist die Prüfung des... Du hast diese Prüfung bestanden, Udo. Lass uns diese Prüfung des Springs probieren. Folge mir, Ulukai. Ich werde... Und was jetzt? Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Zugriff auf Notepad erfolgt. Mal sehen, ob dieses Funkgerät funktioniert. Slate an alle! Slate an alle! Kann mich jemand hören? Verdammt! Leute, schaltet eure Empfänger ein! Sei vorsichtig, wenn du herunterkommst, Ulukai. Oh? Also, habe ich bestanden? Ja, Ulukai. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du unsere Prüfungen meistern würdest. Es war mir eine Ehre, dir dabei helfen zu dürfen, wieder in die Gänge zu kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nützliche Kampftechniken von dir lernen können. Dein Vater wäre darüber bestimmt nicht sehr erfreut. Mein Vater will nicht sehen, was um ihn herum geschieht. Er spricht von den alten Monden der Wächter und von der Ehre, die einst mit ihrem Namen verbunden war. Nie sieht er, dass nur noch wenige übrig sind, die so denken wie er. Mach dir keine Sorgen, Jan. Ich habe bisher noch niemals bei einer Mission versagt. Mögen die Jods auf deinen Reisen mit dir sein, Ulukai. Mein Vater wird froh sein zu hören, dass du bereit bist. Danke. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Du wirst das hier brauchen. Hey, das ist ein EVD. Wo hast du das her? Dieses und viele andere heilige Gegenstände sind überall auf Adelpha verstreut, Ulukai. Thank you.
Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfungen bestanden, Ulukai? Na klar. Er sagt, ich hätte glänzend abgeschnitten. Wie du willst, Ulukai. Das genügt mir fürs Erste. So soll es sein, Ulukai. Klingt vielversprechend. In den anderen Regionen. Also brauche ich mich nur an diese Leute. Andere werden versuchen, dir zu helfen. Die Fühler? Ja, sie und alle anderen werden dir helfen. Stammesführer wovon? Der vielen Regionen. Tun sie es denn gerne? Nein, Ulukai. Tja, wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich... Ich weiß, dass du sie... Also das bedeutet... Sei auf der Hut, Ulukai. Danke für den Hinweis. Du solltest auch wissen. Und du solltest nicht vergessen. Gut. Ich... Zugriff auf Notepad erfolgt. Sag mal, Zokrim, was hat es mit diesem Gamsaf auf sich, das du mir gegeben hast? Es gehört dir. Ein Gamsaf. Schöne Klasse. Wenn du es in deiner Hand... Oh, das ist ja... Achte aber darauf. Wie oft kann ich es benutzen? Ich glaube, unbegrenzt. Sei gegrüßt. Ah, ich sehe, es geht dir besser, Ulukai. Das kann man wohl sagen. Dann willst du sicher zu Shamas Zepp und dich in den Regionen auf die Suche nach den Mons begeben. Du solltest jedoch wissen, dass die Krieger in... Danke für den Hinweis. Es ist mir eine Ehre, dir zu... Ich werde dran denken. Dann will ich dich nicht länger auf... Du würdest mich hinführen? Ja, wenn du es möchtest. Sicher, ein wenig Gesellschaft kann nie schaden. Ich werde dir unterwegs einiges zeigen. Bitte folge mir, Ulukai.
Nördlich von hier liegt der Fee-Tempel, wo viele von Kroaks Kriegern stationiert sind. Es ist besser, ihn zu meiden, Ulukai. Ah, scheint ein guter Rat zu sein. Der Fee-Tempel ist einer der vier Tempel in dieser Region. Die anderen drei sind kleiner und befinden sich nordöstlich von ihm. Wir müssen jetzt weiter. Wir sind da, Ulukai. Das Dorf liegt gleich westlich von hier. Ich hoffe, Shamaszep kann dir weiterhelfen. Das hoffe ich auch, mein Freund. Danke für deine Führung. Es war mir eine Ehre, Ulukai. Warte, ich will dir noch etwas sagen, bevor ich gehe. Dann leg los. Fast alle Regionen auf Adelpha beliefern Ferans Krieger. Du solltest versuchen, diese Lieferungen zu stoppen, wenn du kannst. Ich bin sicher, dass du die Krieger auf diese Weise nach und nach schwächen kannst. Ich werd's versuchen, danke. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Ich habe eine Frage. Wie geht es dir? Endlich ist der Ulukai gekommen. Mein Vater wäre sehr stolz, mich mit dir zusammenzusehen. Wirklich? Ja, Ulukai. Wie ich war er ein Fühler. Ich heiße Klart und würde mich freuen, dir zu helfen. Wie könntest du mir noch behilflich sein? Du weißt doch, dass viele Regionen hier Feran mit verschiedenen Dingen beliefern, oder? Ja, ich habe davon gehört. Nun ja, wir Fühler können nicht nur Waffenenergie für dich herstellen, sondern wir haben da auch noch eine Idee. Und welche? Du kannst die Krieger, die dir den Weg zu den Mons versperren, schwächen, indem du die Stammesführer der Regionen dazu bringst, ihre Lieferung an die Krieger einzustellen. Wirklich? Danke für den Hinweis. Hier im Dorf ist zum Beispiel Ma dafür zuständig. Alle Talaner fürchten ihn, weil er nur ein Wort zu sagen braucht, um einen Talaner für immer verschwinden zu lassen. Aber Ma ist dumm und versteht nicht, welchen Schaden er anrichtet. Und was kann ich dabei tun? Wenn er einverstanden wäre, die Risi-Produktion einzustellen, würden ihm alle Talaner gehorchen. Aber zuerst musst du ihn und alle anderen davon überzeugen, dass du der wahre Ulukai bist. Verzeihung, Kumpel. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin froh, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Salinas. Wie kann ich dir helfen? Was sind das für Kreaturen da in dem Gehege?
Die? Das sind meine Freunde. Sie heißen Twon Ha. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Was weißt du über diese Tonka? Twon Ha, Ulukai. Gesundheit. Nein, Twon Ha, sie sind die freundlichsten Wesen auf ganz Adelpha. Ach, wirklich? Ja, ich ziehe ihre Gesellschaft der von anderen Talanern vor. Ich verstehe die Twon Ha auch deutlich besser. Und wozu sind sie gut? Bevor Feran hierher kam, konnten wir die Twon Ha in freier Wildbahn halten. Doch jetzt lässt Feran sie härter als alle Talaner arbeiten. Ich finde das sehr beunruhigend. Wenn das so ist, warum arbeitest du dann mit ihnen? Damit sich jemand in diesen Monden des Leides um sie kümmert. Sie brauchen viel Liebe und Geborgenheit. Es ist harte Arbeit für sie, das Risi zu den Arbeitern zu bringen. Du hast echt was für diese Twon Ha übrig, oder? Wie reitet man denn so ein Twon Ha? Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass es von einem Talaner geritten wird. Das ist so gemein. Stell dir einfach vor, es würde es mögen. Wie würde das gehen? Es ist wirklich leicht, weil sie so liebe, nette Kreaturen sind. Du musst dich ihm einfach von der linken Seite mit dem Gui in der Hand nähern. Dann kannst du es besteigen. Das mit dem Besteigen gefällt mir nicht. Was? Vergiss es. Und wenn ich nicht darauf reite? Es wird sich ein Fleckchen Land suchen, um zu fressen oder ans Wasser gehen und trinken. Wenn es aber ein lautes Geräusch hört, während du nicht auf ihm reitest, wird es das Weite suchen. Verstanden. Wenn du es längere Zeit nicht wiederfindest, Ulukai, sieh einfach mal hier nach. Meistens kommen sie nach Hause. Sind sie nicht die schönsten Wesen? Oh ja, die alle. Stabile organische Energie geortet. Hey, Knirps! Hallo? Sei gegrüßt, Ululo. Wie geht es dir diesen Mond? Das heißt Ulukai, oder? Hab ich doch gesagt, oder? Na gut. Ma weiß, was er sagt. Ma ist Stammesführer aller Shamazar. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Was kannst du mir über Shamazar sagen? Shamazar ist die beste aller Regionen von Adelpha, weil Ma hier die Verantwortung hat. Und wer hat gesagt, dass du hier zuständig bist? Quax. Ich denke immer, dass Quax ein gemeiner Talaner war. Aber er mich einen Mond besucht und mich gefragt, ob ich... Ich weiß nicht. Ich frage... Weil Ma der Klügste... Na klar, das muss... Er sagt... Klingt nach der Aus... Ich zähle... Und was passiert? Ich denke... Ja, die... Glaubst du, dass... Zugriff auf Lexikon erfolgt.
medizinische Ausrüstung geortet. Hallo. Oh, die Jods haben dich aus deinem Schlaf erweckt. Das freut mich. Danke. Aber jetzt zu diesem Mon. Auf diesen Mond habe ich schon gewartet, seit ich ein kleiner Talaner war. Endlich den Ulukai zu treffen. Sehr schön. Aber das Mon. Oh ja, ja, das Mon. Ich fürchte, ich muss dir etwas gestehen. Das bedeutet schlechte Neuigkeiten, nicht wahr? Ja, Ulukai. Ich weiß nicht, wo das Mon ist. Bitte verzeih mir, aber mein Vorgänger wurde umgekehrt, bevor er mich über das Geheimnis des Mons aufklären konnte. Schon gut. So wie dieser Tag heute angefangen hat, war auch nichts anderes zu erwarten. Warte. Ein Talaner namens Narn hat in den vergangenen Monden ebenfalls nach dem Mon gesucht. Sein Freund wurde von Kroax umgekehrt. Da er die Geschichten glaubt, dass das Mon eine mächtige Waffe der Jods sei, versucht er es zu finden. Mit Erfolg. Doch da versage ich, Ulukai. Ich weiß es nicht. Hört sich aber an, als könnte... Nein, nein, Ulukai. Das Phantasma leid... Zugriff auf Notepad erfolgt. Ich möchte noch mehr über diese... Wenn ein Talaner stirbt, nennen wir das Umkehrung. Sein Phantasma wird dem Jod zurückgegeben. Und wie? Zum Beispiel wird ein Fee-Talaner... Ihr verbrennt sie bei lebendigem... Nein, wenn ein... Wow! Zugriff auf Lexikon erfolgt. Kannst du mir etwas über Kroax sagen? Seit Feran die Herrschaft über Adelpha übernommen hat, ist er der Anführer seiner Truppen. Ich habe gehört, er soll viele Monde im Fee-Tempel verbringen, wo er zu Jod Fee betet. Aber er wird oft an anderen Orten gesehen, wenn er im Auftrag von Feran Talaner umkehrt. Wie kamen er und Feran zusammen? Als Feran mit dem Propheten Khazar stritt, sprach Kroax ihn an und die beiden entschieden, die Herrschaft über Adelpha zu übernehmen. Schlüssel geortet. Geortet. Medizinische Ausrüstung geortet.
Entschuldigung, Kumpel. Hast du Ilot gesehen? Geh von hier aus nach Nordwesten, Ulukai. Ich glaube, er ist dort, aber ich kann ihn im Moment nicht sehen. Hast du Ilot gesehen? Ich glaube, er ist irgendwo nördlich von hier. Jedenfalls sehe ich ihn hier nicht. Rede mit mir. Hier drüben, Ulukai. Warum hast du mir zugewunken? Salinas will dich sprechen. Er scheint aus irgendeinem Grund sehr aufgebracht zu sein. Zugriff auf Notepad erfolgt. Hast du Salinas gesehen? Du solltest nach Süden gehen, um ihn zu finden. Ich sehe ihn von hier aus nicht, aber zuletzt war er im Süden.
Verzeihung, Kumpel. Hast du ein Problem? Ja, Ulukai. Meine 2H-Freunde, die in der freien Wildbahn östlich des Dorfes leben, sind in großer Gefahr. Was ist denn los?
Fall geortet. Ich habe eine Frage. Hast du ein Problem? Ja, Ulu. Was ist los? Ein Rudel von 5 hinterhältigen Gamor will drüben auf dem Land im Osten des Dorfes über sie herfallen. Um es auf den Punkt zu bringen, ich soll andere Tiere töten? Ja, genau! Zugriff auf Notepad erfolgt. Kannst du mir Näheres über die Krieger sagen?